Hallo, ihr wunderbaren Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im August 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Die erste Monatshälfte ist noch etwas durchwachsen für euch, aber die letzten beiden Augustwochen bringen viele positive Impulse für eure Beziehungen und sind sehr romantisch für frisch Verliebte oder zum Flirten. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, zum Beispiel in einer Liebesangelegenheit, bin ich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage und die Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Ein wichtiges kosmisches Ereignis im August ist der Übergang von Lilith aus dem Steinbock in den Wassermann. Mehr darüber erfahrt ihr in meinem neuen Video-Special und ihr könnt in meiner Verlosung eine Lilith-Beratung gewinnen. Wie ihr daran teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Alles über eure langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder spezielle wichtige Aspekte empfangen, das erfahrt ihr in meinem Jahreshoroskop. Entweder im Video oder ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Und weil das halbe Jahr rum ist, könnt ihr das Jahrbuch ab sofort mit 50% Rabatt erwerben. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir in eure Konstellationen für den August schauen. Der Monat beginnt mit der Sonne im Löwen. Sie steht in den ersten Tagen direkt neben dem Mondknoten und beides in eurem zweiten Sonnenhaus des Geldes. Falls ihr auf der Suche seid, könnt ihr euch in jemanden verlieben, den ihr wegen einer finanziellen Angelegenheit kennenlernt. Auch der Merkur steht im Geldhaus, ist aber rückläufig. Deshalb seid vorsichtig, wofür ihr euer Geld ausgebt. Und unterschreibt vor dem 19. möglichst nicht gerade einen Vertrag, der mit den Finanzen zu tun hat. Aber die Konstellation ist günstig, um Fehlentscheidungen aus der Vergangenheit zu korrigieren oder Geld zurückzufordern, was man euch zu viel abgebucht hat. Die Venus steht in der ersten Woche noch günstig für euch in der Jungfrau. Ihr findet die richtigen Worte zum Flirten und fürs Internetdating. Jupiter und Neptun mit ihrem schönen Romantikaspekt verwöhnen jetzt vor allem die Krebse der zweiten Dekade. Die sind sehr kreativ und haben auch eine Chance, eine schöne Romanze zu erleben. Der Mars ist immer noch rückläufig im Wassermann und das kann dazu führen, dass es in eurer festen Beziehung Konflikte um eure Verbindlichkeiten gibt. Am 6. August gesellt sich dann auch die Lilith dazu. Sie geht ins Zeichen Wassermann und ebenfalls in euer achtes Sonnenhaus der Verbindlichkeiten und der vertrauten Beziehungen. Es kann durchaus sein, dass ihr oder euer Partner in den kommenden 9 Monaten neue Wertvorstellungen entwickelt und mehr Unabhängigkeit in eurer Beziehung anstrebt. Alles über diesen wichtigen Transit und was er für euer Sternzeichen bedeutet, erfahrt ihr in meinem neuen Video-Special Kreativ, wild und frei – Lilith im Wassermann. Am 7. August wechselt die Venus das Zeichen, sie geht dann in die Waage und bringt bis zum 9. September angenehme und liebevolle Impulse in euer viertes Sonnenhaus der Familie. Allerdings durchläuft sie zwischen dem 7. und 11. einen kritischen Aspekt zu Saturn und Chiron. Dann seid ihr vielleicht genervt von einem Partner oder Familienmitgliedern, die nicht mitziehen wollen und fühlt euch überlastet. Oder es gibt einen finanziellen Engpass oder jemand wird krank und ihr müsst euch drum kümmern. Aber wenn ihr die Aufgaben gerecht verteilt und alle ein bisschen Rücksicht nehmen, kommt bald wieder Freude auf. Am 11. August, am Samstag, ist der Neumond im Zeichen Löwe in eurem zweiten Sonnenhaus. Äußerlich geht es da um eure Werte und Besitztümer, aber innerlich geht es um den Selbstwert. Und das sehe ich als euer Thema für die Neumond-Meditation. Ihr könnt den Neumond nutzen, um für euch selbst zu definieren, was ihr braucht, damit ihr euch gewertschätzt fühlt. Weil der rückläufige Merkur dabei steht, solltet ihr anfangs noch nicht drüber reden, sondern euch nur innerlich drüber klar werden, damit ihr für die Zukunft wisst, was ihr wollt und braucht. Nach dem 11. August beginnen viele kosmische Spannungen sich allmählich zu lösen. Besonders interessant für euch ist der Harmonieaspekt zwischen Uranus und Saturn. Und ich habe ja schon oft darüber gesprochen, dass Saturn und auch Pluto in eurem Partnerhaus nicht gerade die charmantesten Konstellationen sind. Aber dieser Aspekt ist sehr vielversprechend. Wenn ihr Single seid, könnt ihr jemanden kennenlernen, der saturnmäßig seriös ist, aber uranusmäßig auch trotzdem interessant und inspirierend. Oder jemand, den ihr schon länger kennt, mit dem ihr vielleicht beruflich zu tun habt, zeigt euch auf einmal eine ganz neue, aufregende Seite und ihr entdeckt, dass da mehr ist als bloßes berufliches Interesse.
Und wenn ihr schon in einer festen Beziehung seid, bedeutet dieser Aspekt, dass ihr Fortschritte macht in einer Angelegenheit, die in den letzten Monaten eher zäh und schwierig war. Da kommt jetzt frischer Wind rein und ihr habt neue Ideen, wie ihr eure Beziehung in Zukunft gestalten könnt. Und dieser Aspekt begleitet euch noch bis Ende September. Da könnt ihr also eine Menge in euren Beziehungen erreichen und übrigens auch in euren Freundschaften, weil Uranus im Haus der Freundschaft steht. Und am direktesten spüren diesen Aspekt die Krebse, die in den ersten Tagen ihres Sternzeichens Geburtstag haben. Aber auch die anderen können ihn empfangen, wenn sie entsprechende Positionen im Horoskop haben. Das müsste man dann mal in einer persönlichen Beratung klären. Am 13. August läuft der Mars zurück ins Zeichen Steinbock und in euer Partnerhaus. Wenn ihr Glück habt, ist das ein Verehrer, der nach einem Rückzug nochmal zu euch zurückkehrt. Aber der Mars kann auch Konfliktstoff anzeigen, zum Beispiel durch jemanden aus der Vergangenheit, der eine bestehende Beziehung in Aufruhr bringt. Am 19. wird der Merkur wieder direktläufig. Das ist gut für eure finanziellen Angelegenheiten und jetzt könnt ihr auch wieder Verträge unterschreiben. Am 23. morgens um 6.08 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Jungfrau und aktiviert dann euer drittes Sonnenhaus. Und das ist gut für Sozialkontakte in eurer unmittelbaren Umgebung, Nachbarschaft, die Schule eurer Kinder. Da ergeben sich jetzt nette Kontakte und Möglichkeiten für ein geselliges Zusammensein. Und wenn ihr noch solo seid, dann könnt ihr auf diesem Weg jemand sehr Interessantes kennenlernen. Am 26. ist dann der Vollmond, das ist ein Sonntag, in den Zeichen Jungfrau und Fische und der steht sehr günstig zur Krebssonne und verspricht produktive und harmonische Impulse für eure Sozialkontakte und Beziehungen. Leider bildet die Venus gleichzeitig einen kritischen Aspekt zum Pluto, der bei euch im Partnerhaus steht. Da kann es Konflikte ums Geld geben. Vielleicht stellt ihr auch fest, dass eine geplante Ausgabe für euer schönes Heim euer Budget übersteigt. Wartet mit der Sache lieber noch ab. In der ersten Septemberwoche lässt sich das einvernehmlich klären. Am 27. August geht der Mars in eurem Partnerhaus wieder in den Vorwärtsgang. Blockaden, die sich in den letzten beiden Monaten aufgebaut haben, fangen dann an, sich langsam wieder zu lösen und eventuelle Beziehungskonflikte lassen sich klären. Das waren eure Konstellationen im August. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichen-Horoskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist diesmal am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen, zum Beispiel zu dem Transit von Lilith durch den Wassermann. Und jetzt komme ich zur Verlosung und weil die Lilith in den Wassermann geht, gibt es eine Lilith-Beratung zu gewinnen. Da können wir uns in Ruhe anschauen, wie sich der Transit von Lilith durch den Wassermann in eurem persönlichen Horoskop zeigen wird. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Natürlich das Neue über Lilith im Wassermann, aber auch über Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.